Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideenwerkstatt von der Firma Backshop. Heute in der Herbstedition mit Christian Kolb an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Heute rustikales Bäckerbrötchen. Mhm. Ein tolles Produkt, handwerkliche Anmutung, tolle Kruste und ich glaube, du hast was ganz Feines rausgezaubert. Ja, du hast dann einen guten Übergang geschaffen mal wieder. Es ist sehr beeindruckend gewesen, weil ich ein wunderbares, krosses Brötchen habe, innen drin fluffig und daraus kann ich natürlich das, was der Herbst mir jetzt an Geschmack und Zutaten bietet, ideal reinarbeiten. Und ich wollte bewusst in eine ganz andere Belegung mal wieder hineingehen. Es ist ja schon in den Zutaten. Ja. Das ist ja wieder unheimlich spannend. Ein tolles Farbenspiel, was du uns hier mitgebracht hast. Ja, so sieht der Herbst aus, sehe ich mir. Und so schmeckt er auch. Er schmeckt mit nach Kürbis, er schmeckt nach Rotkraut, er schmeckt nach Ente, Gänsebrust, nach Putenbrust, wo geschmort, geräuchert wird. Also alle möglichen Vielfalten kommen. Wenn man isst wieder etwas schwerer, ja, die Feuchtigkeit, die Kälte kommt. Da wollten wir auch gleich ein kräftiges, starkes Produkt mitliefern. Absolut. Tolle Kruste. Nimm mal, ich nehme mal eins. Man hört es ja auch, wie schön es kross ist. So. Und du siehst auch, es ist nicht immer das Gleiche. Wir haben unterschiedliche. Und das fand ich auch so spannend. Es ist wirklich handwerklich anmutend. Ja. So wie du es auch gesagt hast. Das bietet es mir auch. Auch eine schöne Porung dabei, also wirklich. Oh, wenn ich das jetzt so habe, habe ich mir Folgendes überlegt. Wir kennen ja unsere ganzen Zusammenlegungen. Wir bieten ja eine ganze Menge kreative Ideen in unserer Ideenwerkstatt. Da gehen wir mit Frischkäse, mit Butter, mit allen möglichen Aufstrichen rein. Hier habe ich mir was anderes überlegt. Bin hier mit einer Erbsencreme einhergegangen. Habe aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, wenn die Erbse, ist zwar nett, aber ich will mehr Herbst spüren, dann das gerne mal mit Rosenkohl probieren, mit geschmortem Rosenkohl. Es schmeckt nicht so, wo die Leute immer sagen, boah, ich kann kein Rosenkohl essen. Nein, es ist wirklich. Man muss es ja voll geputzt. Und TK kaufen, wirklich. Tiefgekühlten Rosenkohl im Ofen mit Öl schmoren und dann pürieren. Mit Sahne, ein bisschen Frischkäse rein, damit ich eine Creme hinkriege. Und so habe ich es auch hier aufgebaut mit der Erbse. Und das bestreichen wir auf das schöne rustikale Bäckerbrötchen. So, mache ich mal zwei Varianten. Wenn du willst. Oben und unten machst du beide Seiten? Ja, ich mache jetzt diesmal wirklich beide Seiten. Da brauche ich nicht so viele verschiedene Geschmacksrichtungen jetzt als Aufstrich. Denn wir haben den Rotkohl, wir haben Kürbis, wir haben diese geräucherten Fleischprodukte. Das würde sich irgendwann beißen. Du darfst hier mal weitermachen. So, dann habe ich gesagt, Salat könnten wir nehmen. Ja. Haben wir auch überall drauf, aber das wäre mir dann zu viel mit Salatvarianten, weil wir den Rotkohl haben. Das Wichtigere ist für mich, dass wir den Kürbis in den Fokus setzen. Deswegen habe ich Kürbisspalten geschmort. Wer sagt, Kürbis schneiden und dann schmoren ist mir auch zu viel. Es gibt auch natürlich Kürbiswürfel. Und die kann ich dann hier ebenfalls schmoren und dann drauflegen. Das darfst du auch mal machen. Farblich sieht es ja schon mal wieder genial aus. Ne? Ja, wir kommen ja in die herbstlichen Farben. Und wir haben ja genau dieses Grün. Ja. Das Grüne geht so langsam weg. Dann kommen die Orange, die Brauntöne. Also da haben wir doch eine ganze Menge Freude. Wo ich dann auch nicht so viel drin haben wollte, war Käse. Deswegen habe ich den Käse eher in Streifen geschnitten und lege keine Scheibe drauf, weil er für mich nicht den Fokus hat, den ich in der Regel mit einem Standardprodukt habe, wo ich eine Scheibe Käse in den Fokus, in den Geschmack legen will. Ich möchte nur ein bisschen drauf gehen. So, jetzt kommt entweder Putenbrust, wenn man sagt, ich möchte es lieber preiswert haben, was man natürlich in dieser Jahreszeit auch überall bekommt, ist die sehr hauchdünn aufgeschnittene Gänsebrust. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie ein Schinken, ungefähr die Größe, perfekt. Auch das sehr für geeignet. Wenn man so oder so dieses Produkt Entenbrust oder auch Gänsebrust geräuchert hat, weil was noch in anderen Sachen anbietet, dann kann man da die Abschnitte oder auch das, was übrig bleibt, ist dünn schneiden. Wenn man eine Aufschnittmaschine hat, geht es schneller. Aber wir wollen ja die handwerkliche Anmutung behalten. Ja.
Gelernt ist halt gelernt, wie man so schön sagt. So. Und wer durchschneidet, kommt im Leben weiter. Und das legen wir jetzt ebenfalls so drauf, so wie wir den Kürbis auch draufgelegt haben. So. Das legen wir wieder zurück. Und du darfst hier dafür den Putenschinken nehmen. Und da würde ich dich bitten, dass du ihn einmal so ein bisschen faltest. Ja, klar. Soll ja auch was und dann sein, ne? So drauflegst. So drei Scheiben werden wahrscheinlich draufpassen. Dann kommt der Rotkohl. Den legen wir auch deshalb oben drauf, weil er jetzt durch die Creme gehalten wird. Mhm. Braucht man nicht viel, das ist schon sehr aromatisch. Kann natürlich, viele meinen ja immer, dass man dann auch Tomate und solche Sachen drauflegen muss. Ja, kann man, muss man aber nicht. Wenn man sagt, Rotkohl mag ich nicht so, rote Beete geht ebenfalls sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich hätte zur roten Beete tatsächlich gegriffen. Ja, da hättest du was gesagt, hättest du legen können. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst gerade so gut drin. So, dann legen wir das drauf. Und fertig ist unser wunderbares, herbstliches, rustikales Bäckerbrötchen. Ein tolles Farmspiel. Ich glaube, damit geben wir ab. Ich danke dir. Ich kann nur sagen, guten Appetit. Lassen Sie es schmecken. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen über die Ideenwerkstatt wieder kreative Ideen übermitteln können. Eine schöne Herbstzeit. Bis zum nächsten Mal.